Das ist die Geschichte, wie ich fast einen Nervenzusammenbruch hatte, als ich versucht habe, innerhalb von 7 Tagen Geige zu lernen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, Dominik, warum in aller Welt will man in 7 Tagen Geige lernen? Nun, für mich hat das einen tieferen Grund. Meine Eltern wollten immer, dass ich ein Instrument lerne, doch Keyboard war einfach viel zu langweilig für mich und ich machte nach 4 Jahren Keyboardunterricht kaum Fortschritte. Doch heutzutage finde ich es extrem nice, ein Instrument beherrschen zu können. In dieser Woche will ich versuchen, die Geige, soweit es nur geht, zu lernen, um allen zu beweisen, dass das Geld, was meine Eltern für meinen Musikunterricht ausgegeben haben, doch nicht zum Fenster rausgeschmissen wurde. Ich habe mir also eine Geige gekauft, habe mir YouTube-Tutorials reingezogen und schon bei den ersten Versuchen traf ich die Töne und es hörte sich eigentlich schön an. Zumindest würde ich das an dieser Stelle jetzt gerne sagen. Als ich begann, das Ganze etwas tiefer zu recherchieren, musste ich feststellen, dass das wahrscheinlich meine bis jetzt größte Herausforderung sein würde. Geige gilt nämlich allgemein als das am schwersten zu lernende Instrument. Ich habe es also schon bei der Instrumentenauswahl vergeigt. Ich bin so lustig eigentlich. Aber ich lasse mich doch nicht durch eine unbedeutende Behauptung der größten und mächtigsten Suchmaschine der Welt kleinkriegen. Also habe ich beschlossen, mich an jemanden zu wenden, der noch öfter recht hat als Google. Und zwar meine Freundin. Meine Freundin ist nicht nur lustig, hochintelligent, wunderschön und hat mich definitiv nicht gezwungen, das Ganze zu sagen. Sie spielt auch Geige und zwar schon ihr ganzes Leben lang. Ihr Job war es also, mir die Grundlagen beizubringen und mir ein System an die Hand zu geben, mit dem ich kontinuierlich besser werden konnte. Mein Ziel war es, in diesen 7 Tagen die Geige so weit zu beherrschen, dass ich dann ein paar Freunde zu einem romantischen Abendessen einladen kann und dieses dann mit Live-Musik untermalen kann. Aber dafür musste ich mal meine ersten Gehversuche machen und die sahen folgendermaßen aus. Ich hab den Bogen raus, schon langsam. Am folgenden Tag war ich mit den Grundlagen beschäftigt. Ich versuchte mal, das Ding richtig zu halten und versuchte auch, ein Gefühl für die Geige zu bekommen. Doch das Ganze fiel mir unfassbar schwer, da bei der Geige das Feingefühl extrem genau sein muss, damit sich der Ton nicht schrecklich anhört. Ich verbrachte mehrere Stunden damit, die Geige kennenzulernen, denn wenn man ein Instrument beherrschen will, muss man selbst eins werden. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, aber ich dachte, das wäre schlau, bevor ich mich mal an Stücke wage. Apropos Stücke, das war das nächste Problem. Ich hatte keine Ahnung, was schwer war und was nicht, was ich realistischerweise in 7 Tagen halbwegs hinbekommen könnte und was man mit so einer Geige überhaupt spielen kann. Doch nach einer ausgedehnten Recherche auf YouTube fand ich die perfekte Melodie. Dieses ikonische Stück war einfach perfekt für mich. Also bat ich Sona, die irgendwie alles beim ersten Mal spielen kann, das Ganze mit mir zu üben. Und nach circa 2 Stunden hörte es sich so an. Aber es ist schon eine Melodie zu erkennen, oder? Die Melodie war zwar zu erkennen, jedoch war der Weg noch weit. Viel zu weit, um das Ganze zu schaffen, wenn ich so weitermachen würde. Deshalb habe ich beschlossen, mich so richtig reinzuhängen. Wir waren Gott sei Dank schlau genug, eine Videoaufnahme der Fingerposition während des Spielens von diesem Stück zu machen. Das heißt, alles, was ich zu tun hatte, war, mir dieses Video einfach immer und immer wieder anzusehen und einfach das exakt gleiche nachzumachen. Hört sich einfach an, aber ich war echt am Verzweifeln. Für die nächsten Tage übte ich täglich mehrere Stunden und auch wenn ich nicht übte, versuchte ich daran zu denken, damit die Fingerposition in meinem Kopf bleibt und natürlicher wird und damit ich das Ganze nicht vergesse. An diesem Punkt noch ein besonderes Dankeschön an meine Freundin. Sie musste nicht nur diese Geräusche tagelang ertragen, sondern musste mir auch was beibringen, was nicht so einfach ist, denn ich habe die Aufmerksamkeitsspanne von einem 5-Jährigen, der gerade 1 Liter Cola getrunken hat. Sona hat vor kurzem ihren ersten eigenen Song veröffentlicht und wie nice wäre es, wenn wir sie als Community unterstützen können. Wenn ihr Lust habt, dann checkt den Song gerne nach dem Video ab. Es ist der erste Link in der Beschreibung. Danke schon im Vorhinein. Ihr macht mich zum besten Freund aller Zeiten. Ich struggle hart. Das Ding ist, für mich ist es ein Riesenerfolg, wenn man die Melodie einfach erahnen kann und ich höre schiefe Töne nicht mal.
Wenn ich so bei meinem Abendessen spielen würde, dann würde meinen Gästen das Essen vermutlich wieder hochkommen. Bei anderen Instrumenten, wie dem Klavier zum Beispiel, ist es wesentlich einfacher, sich gut anzuhören, weil man da einfach nur zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken muss. Bei einem Streichinstrument wie der Geige fließen auch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Druck und Winkel des Bogens, die genaue Fingerplatzierung und noch tausend andere Dinge mit ein, wie es sich dann im Endeffekt anhört. Oft traf ich den richtigen Ton zum richtigen Zeitpunkt, es hörte sich aber trotzdem schrecklich an, da ich den Bogen einfach nicht im Gefühl habe und auch stark bezweifle, dass es innerhalb einer Woche möglich ist. Ich habe mir sogar auf YouTube Videos wie 5 Tipps für Beginner-Geigenspieler angesehen, aber die halfen auch nicht wirklich. Am fünften Tag habe ich dann versucht, das Problem zu analysieren und zu lösen. Ich war relativ notensicher, weil ich das Ganze schon über 1000 Mal oder so gespielt hatte. Jedoch war das größte Problem, dass es sich einfach nicht schön anhörte und in allen Videos, die ich dazu geschaut habe, wurde gesagt, dass das Jahre dauern kann, bis man sich wirklich mal schön anhört und dass die Lernkurve da extrem flach ist, also nicht die besten Voraussetzungen für mich. Also wäre es jetzt an der Zeit, eure Erwartungen an meine Geigenkünste ein wenig nach unten zu schrauben, damit ihr am Ende nicht enttäuscht werdet. Jedoch schien das Ganze nach mehreren Stunden Übung langsam aber sicher ein wenig besser zu werden. Das hier war also der Endspurt. Aber Dominik, hast du nicht 7 Tage Zeit? Nein, ich habe euch nämlich geclickbaitet, damit das Video rechtzeitig am Sonntag online kommen kann und da ich 24 Stunden brauche, um alles zu erledigen, was bis dahin erledigt werden muss, hatte ich nur 6 Tage Zeit, um das Ganze zu lernen und nicht 7 Tage. Ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch versucht, das Instrument unter Kontrolle zu bringen. Die Noten haben halbwegs gesessen, das Fingerplacement habe ich halbwegs drauf gehabt, jedoch war der Ton extrem oft schief und oft war meine Fingerplatzierung nicht genau genug, was zu extrem schrecklichen Geräuschen geführt hat. Das Ganze hörte sich einfach noch wie zu erwarten extrem unsauber an, aber lasst mich nicht lügen, ich war wirklich stolz, dass ich der Melodie halbwegs spielen konnte. Der Tag der Entscheidung war also gekommen. Die letzten Tage waren geprägt von Frust, Lärmbelästigung, konstanten Zweifeln und dem Druck, ob ich das Ganze überhaupt schaffen würde. Werde ich es hinkriegen? Wird das Video überhaupt gut? Werden alle von meinen Geigenkünsten beeindruckt sein? Die Stunde der Wahrheit war jetzt. Guten Abend. Oha. Darf es ein bisschen Live-Musik sein? Ja, gerne. Das war also mein Live-Auftritt. Doch ein Live-Auftritt ist natürlich die Königsklasse. Nach einer Woche konnte ich von 10 Versuchen ungefähr 1, 2 oder maximal 3 Mal so spielen, dass es sich nicht so anhört, als würde man sich gerade eine Compilation der Top 10 Horrorfilm-Sounds reinziehen. Also habe ich das beschlossen, richtig viele Takes aufzunehmen und die besten rauszuschneiden und dann das Produkt für euch zu kreieren. Das Ganze war schon wesentlich besser und mit mehr Übung, und damit meine ich viel mehr Übung, kann ich mir vorstellen, dass ich mich eines Tages mal gut anhören könnte. Ich muss sagen, dass mir die vergangene Woche extrem viel Spaß gemacht hat. Ich übte jeden Tag mehrere Stunden und war extrem ehrgeizig, weil es einfach so verdammt satisfying ist, die Melodie richtig und ohne Fehler zu spielen. Das Ganze war geprägt von Höhen und Tiefen und ich dachte am Anfang wirklich nicht, dass es jemals klappen könnte. Aber Fehlschläge sind da, um daraus zu lernen. Und der beste Weg, um zu lernen, ist meiner Meinung nach, möglichst schnell, möglichst viele Fehlschläge zu erleiden. Wenn man aufhört, Fehlschläge als schlecht zu betrachten und sich vor Augen führt, dass diese nötig sind, um voranzukommen, dann macht neue Dinge lernen unfassbar viel Spaß. Und das Ganze gilt auch generell fürs Leben. Ein Meister ist schon öfter gescheitert, als es der Schüler überhaupt probiert hat. Und in diesem Sinne,
Danke fürs Zusehen. Hey, willkommen zur Endcard. Zieh bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren und das Video positiv zu bewerten, wenn es dir gefallen hat. Bleib gesund und mögen all deine Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!